herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 Meets Reality, unserem kleinen schönen RP-Projekt. So, ich bin auf dem Weg zum Händler. Ich habe letzte Folge meinen Kredit bewilligt gekriegt. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Und jetzt verkaufe ich gerade noch ein bisschen Sachen, beziehungsweise gebe die zurück. Können ja eigentlich sowieso der Stadt. Und hol einen anderen Anhänger. Weil ich hätte gern einen Anhänger, mit dem ich auch lange dicke Stämme wegkriege. Und wo ich nicht immer hier mit dem kleinen Stepa hier die so klein sägen muss. Der ist zwar geschickt mit dem Kran hinten dran, aber ich denke, mit dem anderen Anhänger, da wird es besser. So. So, ich stelle das dem Hans-Peter gerade mal hier hin. Ups. So. Ja, mal gucken, wo der Hans-Peter steckt. Da müsste hier irgendwas sein. Vielleicht hat er ja doch ein paar Minütchen Zeit für uns. Hans! Hans! Ja, rufe ich den mal an. Ja, hallo, hallo. Hallo Hans, ich bin gerade bei deinem Laden. Ist da? Da ist aber niemand. Ja, ich bin auch gerade auf dem Harris Hof. Ich habe den seinem Chris vorbeigebracht. Ah, okay. Du, ich bräuchte einen anderen Anhänger. Anderen Anhänger? Ja, und eventuell, wenn es dir zeitlich passt, hätte ich auch gleich gerne noch einen anderen Traktor und würde den von der Stadt hier zurückgeben. Anderen Traktor? Das Geld ist, glaube ich, schon angekommen. Ja, den Kredit habe ich bewilligt gekriegt. Der ist vorhin überwiesen worden. Okay. Deshalb kann ich ja jetzt selber Zeug kaufen. Ja, Sie dürfen sich ruhig selbst bedienen. Bedienen auch noch? Ja, ich glaube, ich habe da noch was Passendes da. Okay, dann gucke ich mal in den Katalog und soll ich dann einfach bestellen direkt? Ja, machen Sie das. Okay, gut, dann machen wir das so. Gut, dann bis später. Jo. Was ist mit der, wie viel willst du denn haben an Gewinn und so? An Gewinn? Schicken Sie mir einfach die Gesamtsumme rüber und dann rechne ich Ihnen das aus. Okay, gut, bis dann. Ciao. Ciao. Gut, dann, wenn ich selber bestellen darf, warum soll ich denn das nicht machen? So, Forstmaschinen, da brauche ich den Fliegel, Timberrunner, den will ich haben. Und zwar mit Breitreifen. Moment, ich muss mir das aufschreiben, sonst vergesse ich das noch. Jetzt kann man einen Stift suchen. Runner sind 28, 6. Jawohl. Okay. Ist ja gut, wenn ich das selber bestellen darf, ist ja alles perfekt. Timberrunner, dann brauche ich eine Dolly dafür. Ich habe ja keinen LKW. Auch mit Breitreifen, kostet 9200. Und dann würde ich direkt noch einen Traktor kaufen. Aber ich denke, ich nehme wieder den Steyr, weil der war eigentlich gar nicht so schlecht. Oder lass mal gucken. Der Steyr kostet 175 PS. In der
Ausführung kostet der 121.000. Jetzt bin ich gerade im Überlegen, weil vielleicht ist der Zettel ja auch was. Alter, ruf einfach mal den Volker an. Hallo. Hallo. Du, wo bist du denn eigentlich? Ich bin gerade beim Händler. Der hat mir gesagt, ich darf über seinen Laptop bestellen. Ach, cool. Ja, voll geil. Jetzt bin ich nur gerade am Überlegen, ob ich mir... Alter, das sind... Ich könnte mir einen Frontera holen, einen Zetor. Der hat 270 PS und kostet bloß 2000 mehr oder so. In diesem Traktor oder was? Ja, ja. Den Zetor Frontera 150 HD. Welche Kategorie? Mittelklasse. Den? Was sagst du dagegen? Den ganz hinten, den Frontera 150 HD. Ja. In der großen Motorausführung kostet er 122,5. Wenn 270 PS. Wenn ich jetzt aber den Steyr Profi CVT angucke, der kostet so wie ich ihn haben wollte, mit 175 PS. Breitreifen und Gewichte mit Frontlader. Ah, das, warte mal, das geht nicht. Ich brauche einen Frontlader. Kann ich den Zetter nicht nehmen, ey, so ein. Der hat keinen Frontlader, gell? Ey, Mensch, das wäre zu geil gewesen. Der Steyr, ja, den du hattest? Ja. Was ist mit dem? Na, der gehört doch der Stadt. Und was ist, wenn du dir den selber kaufst? Ja, das. Ich dachte, vielleicht kriege ich einen mit mehr PS, aber es sieht ja nicht so aus. Dann muss ich doch den Steyr nehmen. Doch. Ich weiß nur nicht. Ich meine, da ist irgendwie der Frontlader ein bisschen verbuggt, glaube ich. Irgendwie sowas. Bei dem Frontera. Nee, beim Fendt 800er. Nee, Fendt will ich nicht. Fendt will ich nicht. Nicht? Jeder fährt Fendt, also bei dem, da will ich nicht mitmachen. Nee, dann nehme ich halt nochmal den Steyr. Aber der war doch ganz gut. Oder nett. Ja, bis auf das Problem, was wir hatten mit der Zündung, aber naja, das kann ja mal auftauchen. Ja, das kann durch die Vibration, wenn er so hubbelt. Ja, war hubbelt. Ja auch eine Belastung bei dem ja. Pulling. Okay, gut. So, Bestellung ist schon da, das ist perfekt. Hast du schon mit dem stellvertretenden BM geredet wegen Exporteur? Nee, ich habe das jetzt einfach mal alles zum Händler gestellt. Der wird sich schon bei mir dann melden. Ja. Was machst du denn gerade? Ich bin oben ein paar Bäume am Fällen. Okay, ich habe nämlich jetzt einen neuen Anhänger. Mhm, welchen? Ich habe mir diesen offenen Holztransporter, den Fliegel, Timberrunner. Unter? Welche Kappe? Forstmaschinen. Den mit einer Dolly. Oh. Den Timberrunner White White? Nein, den ganz normalen. Ach, den Fliegel. Jo. Den großen Fliegel. Ja klar, da kriege ich auch was weg. Weil sonst muss ich ja die Bäume 10-mal klein sägen und dann kriege ich kein Geld mehr dafür. Das Sägewerk will große Stämme. Ja, das stimmt. So, dann gucken wir mal. Achso, ich fahre da mal den Häcksler hier zum Importeur, ne? Exporteur. Ja, meine ich ja. Jo. Wie komme ich die ganze Zeit auf den Importeur? Sag ich halt die ganze Zeit schon. Nee, vorhin hast du Export gesagt. Ah. Kannst du mal gucken, ob... Vielleicht behält ihn auch der Hans-Peter und stellt ihn in seinen Showroom oder so. Ja, das könnte natürlich auch sein. Vielleicht hat er da ja Verwendung, weißt du? Dass er so ein Gebrauch. Der ist nämlich ja noch wie neu. Ja, eben. Dass er mal so anfängt, so ein bisschen Gebrauchtmaschinen aufzubauen. Oh, der Polizist will mich sprechen. Ich ruf den mal an. Fragst du den wegen Exportation da? Jo, kann ich machen. Gut, bis dann. Jo. Ciao. Moment, kann mal rechts ran. So, ciao. Ciao. Guten Tag. Hallo.
Sie wollten, dass ich Sie anrufe. Ich bin hier oben gerade im Wald, auf der Lichtung oben, auf der Bergkuppe, bei der kleinen Kapelle. Irgendwie finde ich, dass dort die ganze Umgebung sehr trocken ist. Trocken? Und ja, trocken. Also zwar ist der Boden ist schön feucht, aber die Bäume, nicht, dass es dann auf einmal hier so, hier, wie heißt es, einen Waldbrand gibt. Ja, das ist schlecht. Ja, zurzeit ist katastrophal mit der Hitze. Ja, was ist denn Ihr Vorschlag? Was soll ich denn machen? Ja, weiß ich nicht. Irgendwie mal drum kümmern. Ich könnte Ihnen anbieten, dass ich da mal eine Ladung Wasser hochfahre. Das könnten Sie vielleicht mal machen. Müsste ich Sie allerdings darum bitten. Ich müsste mal gerade den Katalog gucken, ob wir da ein Gefährt dafür haben. Ja, warten Sie mal bitte. Moment. Ich kann mal rechts ranfahren, weil Freisprecheinrichtung geht, Tablet nicht. So, jetzt. Nee, das wäre auch nicht so gut, gerade wenn Sie mit der Polizei telefonieren. Das habe ich mir gedacht. So, warten Sie mal. Ich bin mal gerade am Gucken. Ja, ich vermute, wir haben dafür eigentlich kein Gefährt. Ach, der Herr Neumann läuft immer wieder her. Das ist ein sehr sportlicher Herr, der Herr Neumann. Aber ich habe so ein Bindemittel. Das ist allerdings biologisch, also das ist biologisch abbaubar. Das kann man auf den Waldboden streuen und das hemmt, das nimmt dem Feuer den Sauerstoff. Also da hätte ich was im Angebot. Können Sie nicht eigentlich mit einer Düngerspritze oben Wasser reinpusten, hätte ich gerade was gesagt? Ja, sowas ähnliches gibt es auch als biologisch abbaubarer, wie nennt sich denn das? Das ist ganz neu auf dem Markt. Mit einer Düngerspritze funktioniert das leider nicht. Also so ungefähr wie mit einem so Kurzdüngerstreuer. Genau, mit sowas ist es. Und das ist so ein Gemisch aus, ich weiß gar nicht, so brandhemmendem Material. Solange es nur dem Feuer, falls eins ausbricht, das nimmt in den Sauerstoff und dadurch kann das Feuer sich nicht ausbreiten. Weil das Problem ist, wir müssten, wenn hier oben ein Brand wäre, aus dem Nachbarort erst die auf die Feuerwehr warten, weil hier im Ort die Feuerwehr ist ja erst noch im Aufbau. Ja, also, ich habe das mal geordert beim Händler. Habe das mal online bestellt. Ich werde mal gleich gucken, ob das schon da ist. Und dann fahre ich mal hoch. Bei der Kapelle, sagen Sie? Ja, das ist so, ich sag mal, fast oben bei diesem komischen Turm. Bei der Aussichtsplattform aus Holz. Ja, okay, die Füße sind aus Stein. Aber ja, ist sonst aus Holz. Und gerade weil sowas gerne mal brennt, als das Holz ist. Ich bin mir nicht sicher, wo sie genau sind. Weil es gibt einen Aussichtsturm aus Holz. Ganz oben, fast. Wo sind sie denn hochgelaufen oder gefahren? Ich bin da etwas weiter wie ihr Haus. Geht ja erst so ein asphaltierter Wirtschaftsweg rein. Dann geht es irgendwann so über so eine Links weg. Ja, und dann kommt irgendwann so ein Holzhaufen, also hier so Bäume. Ja. Dann neben ist eine Kapelle, gegenüber ist so eine kleine Holzscheune und am Ende dieser Lichtung ist diese Aussichtsplattform. Ah ja, dann habe ich doch richtig gedacht. Da war ich ganz am Anfang, als ich nach Schwatzing gekommen bin, habe ich mich da oben gleich mal umgeschaut. Da müssen Sie aufpassen, da stehen auch ein paar Füchse rum. Oder die? Ja, ich sehe halt schon von hier aus. Genau. Okay, gut, dann komme ich mal direkt hochgefahren. Und guck, dass ich das heute vielleicht noch hinkriege. Staatswald oder wem gehört der Wald? Das ist Staatsforst. Der kann, soweit ich weiß, aber gepachtet werden. Also. Ja, ich bin Beamter. Ich habe dafür manchmal keine Zeit. Ja. Okay. Gut. Dann fahre ich auch mal hier weiter. Jo. Bis dann. Ciao. Ich noch mal irgendwas in den Feuer oder sowas entdecke. Weil ich habe Ihnen ja letzte Woche schon erzählt, dass es manchmal hier Leute gibt, die
Gerne mal Feuer machen. Ja. Ich gehe mal gerade gucken, dass ich, wie gesagt, das Bindemittel da drauf schmeiß. Dann sollte da die nächsten Tage nichts passieren. Ja, auf Wiederhören. Gut, bis dann. Tschüss. Vermietwagen oder irgendwie sowas hinten in die Halle zu räumen. Ja. Weil wir benötigen den nicht mehr. Ja, wie viel würden Sie dafür zahlen? Sie müssen den Preis sagen. Ja, hallo, Harry. Was würden Sie dafür haben? Und alles gut? Ja. Jetzt weil sonst müsste ich ihn halt zum Exporteur. So. So, jetzt ist gut, gell? Also ich muss sagen, wir werden schon wieder irgendwie zusammenfinden, denke ich. Ja, ich hoffe. Ein schönes Teil hast du da. Wie lange darfst du den jetzt behalten oder hast du den komplett gekriegt? Komplett gekriegt. Wie? Ja, bekommen. Okay. Aber den gewonnen haben. Bin bei überlegen, ob ich die Warrior Edition drauf tue. Ah, okay. Ja, das ist ja dann schon recht heftig. Ja, ich weiß nicht, würdest du das so machen oder? Ja, nicht. Weiß gar nicht, was die Warrior Edition genau hat. Was hat die denn? Die hat. Sieht halt bestimmt aggressiver aus. Ich guck mal gerade im Katalog. Ja, ist der halt schwarz und. Also, BS hat er da nicht mehr. Das ist der Neuner, gell? Ja. Ah, sieht schon gut aus, schwarz. Aber mir gefällt ja das Deutschgrün persönlich auch ziemlich gut, von dem her. Ja, mir auch. Aber ich glaube, ich muss mal Kaffeekuchen essen. Ja, ich muss auch mal kurz Pause machen. Gut. Ja, Mittagspause. Machen wir zusammen Pause? Ja. Oder willst du alleine Pause machen? Ja, machen wir zusammen Pause. Gut, dann in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut gerne bei dem Harry Hofer vorbei, Black Beast 86 auf YouTube und bis morgen. Haut rein, macht's gut. Ciao. Ciao.